herzlich willkommen zu meinem allerersten Auslandstagebuch-Video. Ich bin Jemre, 16 Jahre alt und ich werde 2016-2017 ein Auslandsjahr in die USA machen für 10 ganze Monate. Und das alles mache ich mit der Organisation GLS, bei der ich mich um ein Klassikprogramm beworben habe. Quasi, was eigentlich so viel heißt wie öffentliche Highschool und keine Privatschule. Und ja, ohne großen Schnickschnack drumherum, einfach Bewerbung abschicken, dann kommt man halt eben irgendwo in irgendeinen Staat von Amerika hin und lebt dann da halt eben für 10 Monate. Und ja, ich habe auch ein Teilstipendium von meiner Organisation gewonnen. Das war ein Kreativstipendium. Man musste ein 2-minütiges Video drehen, in dem man eine Person aus dem Gastland spielt. Und ja, die ersten 5 Leute haben das Teilstipendium gewonnen. Und ich war halt eben einer von den Gewinnern und das hat mich auch mega gefreut und ja. Dazu habe ich aber noch die Orientation Days extra noch gebucht und ja, das sind 3 Tage in New York und also die ersten 3 Tage meines Auslandsaufenthaltes werden in New York sein und von da aus komme ich dann halt eben in die Gastfamilie und ja, da kommen wir schon weiter. In den USA werde ich in einer Gastfamilie leben und die öffentliche Highschool besuchen, aber wohin ich komme und wer meine Gastfamilie ist, das weiß ich noch gar nicht, weil ich, wenn ich das Video hochlade, zu diesem Zeitpunkt bestimmt gerade erst meine Bewerbung abgeschickt haben werde. Und ja, hier in Deutschland komme ich aus NRW und besuche gerade die 10. Klasse eines Gymnasiums und werde mein Auslandsjahr dann in der 11. machen. Und das wird dann so sein, dass ich halt eben, wenn ich aus Amerika wieder da bin, die 11. Klasse wiederhole und dann weitermache halt eben 12. Klasse und dann, ja, hat man das Abi mit ganz viel Glück. Und ja, also wieso ich ein Auslandstagebuch mache, ist, weil erstens für werdende Auslandsschüler und für Interessierte, weil ich habe mir gefühlt alle Auslandstagebücher auf YouTube angeschaut und ich finde das ist echt cool zu sehen, was die Leute alles dort erleben und welche Erfahrungen die machen. Und da sind auch viele, viele Videos, weil die einem bei Vorbereitungssituationen halt eben auch helfen. Und ja, also ich denke, mir werden die Videos sehr, sehr viel helfen. Und ja, ich würde den werdenden Auslandsschülern nächstes Jahr halt eben dann auch gerne helfen. Und zu guter Letzt auch für mich selbst, da ich dann alles als Video- und Bilddatei zur Verfügung habe und ich die dann auch jedes Mal nachschauen kann und sehen kann, was ich alles erlebt habe und auch um zu sehen, wie mein Englisch sich verbessert hat und alles andere halt drumherum. Und ja, ich wollte eigentlich schon viel früher mit den Videos anfangen, nur hat das irgendwie bei mir nicht geklappt, keine Ahnung wieso. Und also das war viel zu viel Stress und irgendwie habe ich nicht die Zeit dazu gefunden, Videos zu drehen. Und also ich wollte schon im September anfangen, wo ich gerade meinen Vertrag unterschrieben habe. Ja, ich weiß, relativ früh, aber ja, hat dann nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, ich fange um Dezember rum an, aber dann hat es auch nicht funktioniert. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, Videos zu drehen und die dann jetzt auch weiterzumachen. Und ich habe sehr, sehr viele Videoideen und ganz viel anderes Zeugs für euch, weil ich, wie gesagt, schon sehr früh geplant habe alles, aber das nicht umsetzen konnte. Und dementsprechend haben sich dann auch die ganzen Videoideen halt eben angehäuft und jetzt mit der Zeit werden immer wieder mehr Videos folgen. Und unter anderem aber auch ein Stipendiumsvideo, nicht nur das Teilstipendium, welches ich gewonnen habe, sondern auch noch 2 andere Stipendien, wie das DFH und das PPP. Und ja, es wird ein Video folgen über meine Organisation und all das ganze Zeugs. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich da drauf und habt Spaß beim Schauen und ich hoffe, ich kann euch helfen. Was ich noch sagen wollte, ich schreibe nebenbei auch Blog, habe schon vor den Sommerferien damit angefangen, quasi bei der Bewerbung, wo ich mich halt eben bei meiner Organisation beworben habe. Schon da habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben.
quasi sind da auch dementsprechend mehr Informationen drin, wer Interesse hat und es sich mal durchlesen will. Ich verlinke meinen Blog unten in die Infobox und ich werde dort auch noch weitere soziale Netzwerke verlinken, wo ihr mich auch kontaktieren könnt bei Fragen, die ihr natürlich aber auch hier unten in den Kommentaren schreiben könnt. Ich wollte noch zum Schluss sagen, dass ich mich bei allen bedanken wollte, die mir beim Teilstipendiumsvideo geholfen haben, die es geliked haben, die es kommentiert haben und alles andere, die es auch allein einfach nur angeschaut haben. Das bedeutet einem sehr, sehr viel, beziehungsweise mir sehr viel. Und ich wollte noch sagen, das Motto des diesjährigen Austauschjahres heißt Agents of Exchange 2016-17, make the mission impossible. Das war's dann auch mit meinem ersten Auslandstagebuch-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst es mich wissen, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt irgendwas in die Kommentare, sei es Fragen oder Kritik oder irgendwas anderes, denn darüber freut man sich immer am meisten auch. Das war's dann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss!